Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zum nächsten Part von FIFA 15 Ultimate Team. Ja, mittlerweile müsste es Part Nummer 22 sein und heute gibt es mal eine kleine Clubtour sozusagen. Ja, ich werde euch jetzt alle paar Monate mal oder jeden Monat mal zeigen, wie mein Team oder mein Club momentan so aussieht, was ich für Spieler habe und so weiter und so fort, wie viele Coins ich habe, wie die Statistik ist und so weiter. Und das will ich heute machen, damit wir heute anfangen. Morgen kommt ein Squad-Builder. Und demnächst auch wieder was mit Tobi, aber darauf müsst ihr warten, weil, ja, ich weiß nicht, wann der momentan Zeit hat und wann das momentan so alles funktioniert. Okay, alles klar, wir fangen einfach direkt mal an. Ihr seht es momentan, ich bin in Liga 1 in der Online-Saison und Championship Viertelfinale, aber das ist ja nur Nebensache, aber das Liga 1-Dings, das ist schon mal ganz in Ordnung. Da bin ich jetzt seit zwei Saisons drin und habe zweimal, also einmal den Titel gewonnen und einmal knapp dran gescheitert mit 21 Punkten. Also geht auf jeden Fall gut klar, meine Statistik oben. Ihr seht, ich arbeite auf die 3er-KD hin. Ist zumindest mein Ziel irgendwie, aber das wird nichts, weil irgendwann kommt immer die Doppel-, Dreifach-, Vierfach-Niederlage. Aber ich denke mal, das habe ich ja schon zu Genüge erläutert. Meine Mannschaften, ich habe momentan 7, glaube ich, aktiv. Dazu gehört diese hier. Ich denke mal, die kennt ihr ja mittlerweile. Dann natürlich meine 96-Mannschaft, die wir hier haben. FS for Fun ist dieses Team, was ich auch schon, glaube ich, gezeigt habe, mit Gokyp in Form, Lacazette in Form, Miranda in Form und so weiter und so fort. Gleich mal natürlich, was das ganze Team zu einem Fun-Team macht. Dann haben wir mein Ben Liberale-Team, das aber auch die meisten von euch kennen sollten, mit Ribéry, Bale und Benzema in der Sturmspitze. Haben alle drei ganz ansehnliche Statistiken. Benzema mit mehr Toren als Spielen, Bale hat schon 92 Spiele bei mir gemacht. Auch die Statistik ist für einen Flügelspieler richtig, richtig ja, gut. Marquisios Statistik ist auch Bombe für einen zentral-offensiven Mittelfeldspieler und allgemein bin ich mit dem Team sehr zufrieden. Auf der Bank sitzt dann ja ein anderes Team noch. 7-Minute-Squads ist, denke ich, mal bekannt, was das sein soll, beziehungsweise warum das da ist, weil ich halt einfach immer ein Team habe und nicht mal eins erstellen möchte mit Bank. Das Team habt ihr heute eventuell schon gesehen, und zwar in der 7-Minute-Squad-Episode. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, Link ist auf dem Kanal. In der Videobeschreibung vergesse ich sowieso immer, deswegen mache ich das mal nicht. Ja, übrigens, wenn ihr FIFA-Points oder sonstiges braucht, PSN-Guthaben, Microsoft-Guthaben und so weiter und so fort, und mich unterstützen möchtet, Link in der Videobeschreibung zu Kinguin, ja, das vergesse ich nämlich nicht. Dann könnt ihr mich unterstützen, da würde ich mich sehr freuen, wenn ihr da vorbeischauen würdet, alles sehr günstig und so weiter. Das ist mein Okocha-Team, das ist nichts Besonderes, das ist einfach nur für diesen Pokal, Okocha-Pokal gemacht. Ich weiß, ich habe Potok im Sturm und das ist eigentlich vollkommen sinnlos, weil der zentral offensiver Mittelfeldspieler ist, aber ich brauchte einen Türken, um Trajanolo zu verlinken und einen Spieler von Fener, um ja, Emenike zu verlinken, und deswegen machen wir das so rum. Ja, ist nichts Besonderes, ich habe auch Torputz auf rechts, aber das nur, weil der Forster Skills hat und weil der Pokal ja offline ist. Ja. Gut, das war's dann schon von den Mannschaften. Also ihr seht, nichts so Krasses, beziehungsweise nichts so unfassbar Neues, abgesehen von dem 7-Minute-Squad, was ich behalten habe. Ich werde demnächst eventuell mal wieder ein neues Team bauen, allerdings werde ich diese beiden hier, die Slayers und die Benny Burrell, wahrscheinlich behalten. Einfach, weil mir die extrem gut gefallen und weil die wahrscheinlich eine Konstante bilden werden. Aber wir kommen mal jetzt zu dem Spannenden, und zwar zu meinem Verein. Da gucken wir uns erstmal die Spieler an. Ich habe mittlerweile 487, waren das? 487? Ne, 407 Spieler, okay, alles klar. Im Verein, und da sind dabei Lone Neuer, Lone Lewandowski, Lone Bale, Lone Vidal und Lone Ramsey. Ich habe natürlich auch normalen Lewandowski und normalen Ramsey, glaube ich, sogar auch. Normalen Bale und normalen Ramsey, glaube ich, auch. Aber die anderen Spieler habe ich mir einfach gekauft aus dem EA-Katalog, weil ich die Münzen halt einfach habe. Ich habe, glaube ich, irgendwie 180.000 oder sowas. Tevez Inform ist dann mein, ja, höchst bewerteter Inform, den ich dabei habe. Miranda haben wir hier noch. Rakitic, Kagawa, Rondon, Rodriguez, Tadic, Menez, Gignac, Lacazette, Keane, Gilo, Boggi, Donovan, Sigurdsson, Gurküf, Max Vela, Ogo, Afellay, Sivok, Reed, Maher, Klaasen, O'Shea und Poyan Palo. Viele davon gezogen, unter anderem Dani Klaasen habe ich gezogen, Maher habe ich gezogen. Ich glaube, Winston Reed habe ich nicht gezogen, ne. Afellay auch nicht, ne. Den habe ich davon ja noch gezogen, irgendwie noch gezogen. Sigurdsson habe ich gezogen, aber der ist auf dem Transfermarkt, der gezogene. Gilo Boggi habe ich auch gekauft. Auch gekauft, irgendwie habe ich noch gezogen. Tadic? Ja, Tadic habe ich gezogen, genau. Kagawa habe ich gezogen, Rakitic habe ich gezogen. Rondon habe ich gezogen. Also es geht auf jeden Fall schon, klar. Die hochbewerteten Spieler kommen dann hier, fangen an mit Ribéry, dann geht es weiter mit Bale, mit Ramos, mit Silva, mit Reus, mit Rodriguez, von dem ich auch noch eine Leihversion mir kaufen könnte. Mit Özil, mit Kompany, mit Benzema, mit Boateng. Ja, also eigentlich relativ nice. Wir haben auch einige teure Spieler hier noch, wie Fabregas, Candreva, Storage, die sind ja auch noch ein bisschen was wert. Dann die Alves, Pogba, Cuadrado und so weiter, Gündogan. Das sind alle Spieler, die lustigerweise, also vor allem hier solche Spieler wie Pogba und Cuadrado, die dieses Jahr extrem viel wert sind, was ich aber auch relativ cool finde, weil die auch die entsprechende Leistung bringen. Schade, dass Ibarbo keine 100k wert ist. Marcelo beispielsweise haben wir hier noch, Mertens,
Also ihr seht schon sehr, sehr viele Spieler und das sind alle Spieler, die ich einfach nach den 7 Minutes Quads meistens im Team behalte, beziehungsweise wenn ich sie ziehe und wenn ich sie cool finde. Deswegen habe ich hier so viele Spieler und mein Vereinswert, den werde ich euch gleich noch zeigen, weil das ist so ein bisschen mit das Highlight momentan, auch was ich hier arbeite. Ist eigentlich relativ nice. Natürlich, ihr habt es gerade eventuell schon gesehen, Lord Bentner ist auch dabei. Was? Ich glaube, wie Babo. Bentner ist auch dabei. Chikawi. Und so weiter und so fort. Hier ist aber allgemein nicht so viel Interessantes dabei. Wir haben hier viele coole Spieler, beispielsweise Kalu, den ich sehr feiere dieses Jahr. Zarate, der einfach einer der overpoweredsten Spieler ist. Bachuayi, immer noch den 7-Minute-Squad. Kurani natürlich. Tom Starke, auch ganz klar als Erstbesitzer. Muss im Verein einfach drin sein. Glushakov als Erstbesitzer ist auch dabei. Allgemein die Silberspieler, Bittencourt. Die ganzen 96er halt. Haben wir noch irgendwie ein wertvolles Jahr? Luciano Hernandez. Lord Shiba ist natürlich auch noch da mit seinem Einspiel und 3 Toren. Orellana, Hernandez. Also man kann auf jeden Fall meinen Verein schon ganz gut zeigen. Ja. Ich habe auch noch sehr viele Verbrauchsobjekte. Ich habe beispielsweise, da müsste ich jetzt nachgucken, aber das geht irgendwie hier, oder? Ja, geht's auch. Na komm, ein bisschen schneller bitte. Personal. Ja, 34 Manager ist nicht so interessant. 30 Stadien, 14 Bälle. 735 Verträge, 308 Fitnesskarten, von denen 180, glaube ich, Team-Fitnesskarten sind. Also von den Team-Fitnesskarten schwimme ich regelrecht. Das ist eigentlich schon ziemlich cool. Hier 192 sind. Das ist schon heftig. Und bei Stadien geht es bei mir auch natürlich, ihr wisst es, wieder sehr gut ab. Habe ich bei Stadien gesagt? Bei Trikots meinte ich natürlich. Denn da habe ich wieder bisher alles gesammelt, was ich glaube. Ich habe momentan aktiv das Real Madrid Wappen und das Manchester City Wappen. Wappen? Was laber ich denn hier? Trikot. Ich hätte ja das Chelsea Trikot, allerdings finde ich das City Trikot noch ein bisschen geiler. Bei Real überlege ich, ob ich wechsle, aber ich finde das einfach, das ist so cool eigentlich. Und es gibt so viele Trikots, die ich geil finde, die ich ausprobieren möchte. Hier zum Beispiel das von, wo ist er denn jetzt hin? Was auf der anderen Seite? Ich dachte, ich habe es gerade gesehen. Komisch. Beispielsweise das Schweden-Trikot würde ich gerne ausprobieren. Ich würde gerne das Trikot hier mal ausprobieren, wie das so aussieht. Das USA-Trikot sieht, finde ich, auch richtig geil aus. Es gibt viele Trikots, die sehr, sehr nice aussehen, die ich gerne mal ausprobieren würde. Aber momentan habe ich einfach nicht die Motivation, die zu wechseln. Und es fehlt mir. Ich habe keine Ahnung. Das ist so aufwendig, Mann. Das ist so ein Auftrag. Naja, aus dem aktiven Team ist momentan der Emenike der beste Torschütze mit 13 Toren aus 13 Spielen. Ansonsten, das ist halt das Team, das dieses Okocha-Team ist, deswegen sagt das nicht so viel aus. Aber das, was ich euch eigentlich zeigen wollte, sind hier die besten Listen. So, auf dem Transfermarkt habe ich übrigens nur noch einen Sigurdsson in Form und 1,433 Millionen Coins. Ist, denke ich, mal ganz gut. Kann man mit leben. So, die besten Listen sind nämlich... Ja, ich bin relativ oben mit dabei. Natürlich komme ich nicht an den 700 Millionen Vereinswert ran, wie auch immer das geht. Beispielsweise ist hier Itani irgendwo dabei. Habe ich zumindest letztens gesehen, als ich mal geguckt habe. Irgendwo im Platz hier ist Capcan Tom zumindest schon mal. Könnte man auch kennen von YouTube. Itani war hier auch irgendwo. Übrigens steht da nicht wirklich drin mit Bugs Game YouTube. Das sind einfach nur irgendwelche Gamertags, die nicht gezeigt werden können. Irgendwo war der hier. Vielleicht habe ich auch schon übersprungen. Ich weiß es nicht. Oder wurde einfach überholt. Das kann natürlich auch sein, weil die eigentlich relativ nah beieinander sind. Teilweise. Footwiz? Das sind vielleicht sogar die echten von Footwiz, ich weiß es nicht. Aber wie heißt denn das Team von Foxhand, heißt das doch, ne? Ich habe gerade nach Itani geguckt, vielleicht heißt es einfach Foxhand. Ich gehe nochmal runter, ich guck nochmal. Ich habe den neulich erst gesehen, ich will den nochmal sehen. Weil der Typ ist echt krank, wenn man sich mal die Statistiken von dem Typen anguckt. Was? FCSC Freibier. Läuft. Der Trulitz. Ja, wahrscheinlich ist er einfach runtergefallen unter dieses Dings, weil er was verkauft hat. Kann natürlich auch durchaus sein. Aber trotzdem an sich war der Kerl schon immer sehr weit oben dabei. So, wir gehen mal auf die Freunde. Und da sieht man, also bei Spielmünzen komme ich natürlich nicht an Dennis hier ran. Der hat kein Leben, Alter. 430.000. Chris Dietz natürlich mit 300.000 auch gut dabei. Was haben wir hier noch so? Transfererlös. Ja, Prones natürlich ganz vorne mit dabei. Wenn ich alle meine Spieler verkaufen würde, wie Bale, Ribéry und so weiter, würde ich da eventuell drankommen. Aber, ja, ich mag die Teams halt. Vereinswert, da bin ich ganz, ganz oben. Noch vor Julius, Julian, Juve. Ich verwechsel die beiden Namen immer. Auf jeden Fall vor Juve mit 77 Millionen, was einfach natürlich an den ganzen Verbrauchsobjekten und Informs liegt. Top-Mannschaft bin ich auf Platz 2. Das liegt aber auch nur daran, dass ich bei den Teams hier keine vernünftige Bank habe. Ich habe mir mal so ein Top... Team gemacht quasi, auf dem ich dann eine vernünftige Bank hatte. Aber ja, nichts
so krass ist eigentlich. Trotzdem denke ich mal, dass der Verein an sich bisher ganz gut ist. Ich versuche natürlich weiter aufzubauen mit einer vernünftigen Statistik, mit mehr Spielern, mit mehr Wert und so weiter und so fort. Das ist dieses Jahr mein Ziel und ich hoffe mal, dass ich das erreichen werde. Könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, was ihr so für einen Vereinswert habt, welches eure besten Spieler sind, die ihr im Verein habt, ob ihr darauf überhaupt achtet, was ihr im Verein habt oder ob ihr das alles wieder verkauft und dann neue Teams baut und so weiter und so fort oder ob ihr es wie ich macht und alles einfach speichert, was ihr irgendwann mal gekauft habt. Das war's mit diesem Video. Ich hoffe, es gefallen. Wenn ja, positive Bewertung, weil jetzt nichts so Besonderes, aber war ein kleines Apfeldecker-Video und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, wunderschönen Tag noch, haut rein und ciao.